Okay, ich wollte gerade nochmal kurz nachgucken. Ich weiß gerade gar nicht mehr was. Ich will mal kurz speichern. Just because I can. Hier definitiv nicht. Okay, ist gerade egal. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich Richtung. Das. Kann ich hier hoch? Oha, wenn ich da hochkomme, dann wird's wild. Königsblatt. Okay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, wahrscheinlich wird das hier einfach Dead End sein. Ja, hier geht's nicht weiter. Ja, das hab ich mir gedacht. Ja, aber ist okay. Wir können hier gerade mal so ein bisschen außen drum rumlaufen. Vatribi entwickelt sich jetzt Weibchen weiter. Deswegen werde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen. Ist es aggressiv? Nee, okay, es geht weg. Okay. Das da möchte ich gerne fangen, weil das ist ein fucking Paneko. Nevermind, das ist ein Schalocco. Bitte, bleib drinnen. Du bist nämlich zu einem Papinella. Oh, Schalocco. I love my life. Okay, ich brauche keinen Paneko mehr haben, weil beziehungsweise ich brauche keinen Wampel mehr, weil ich habe Schalocco erstmal. Hier sind ein paar Papinellas unterwegs. Okay, das ist okay. Just because I can do this. And put them some fire damage in their face. Und so Papinellas besiegt. Sehr gut. Instant vor allem. Levelaufstieg für Psyana. Ich brauche mehr Evolis. Ich bekomme aber, glaube ich, erst mehr Evolis in Shrouds. Wenn ich die Main-Quest weit genug habe. Also, beziehungsweise, ich könnte wahrscheinlich jetzt auch wieder da irgendwo rumlaufen und mir wahrscheinlich ein, zwei Evolis fangen, aber. Aber nicht irgendwann. Ach, da ist noch ein Papinella. Jawohl. Könntest du hier was treffen? Yeah, I got something for you. Ich habe das Ding, von daher ist es nicht so schlimm, wenn ich das jetzt einfach wegmache, das Papinella. Blablabla. Levelstieg, neue Attacke für. Wait, da muss ich kurz reingucken. Die neue Attacke für. So, Ponita könnte wichtig sein. Attacke verwalten, es ist Hypnose. Blutdoppelschlag. Ja, okay, warte mal. Wir können aber tatsächlich für Tackle Hypnose erlernen. Was gar nicht schlecht ist, weil schläfrige Pokémon wahrscheinlich auch leichter zu fangen sind als normale Pokémon. So it is better than Tackle. Hui, das war knapp. Das Vieh wollte mich gerade angreifen. Ich habe es gesehen. Level 14, ich gehe Flammrad ins Gesicht. Mein Igelava ist einfach better than you. Here we go again. Okay, das ist tatsächlich zu countern. Also wenn Pokémon anfangen, dich angreifen zu wollen, das zu countern ist halt relativ easy. Okay, so, aber wir haben es langsam, aber sicher Richtung Nacht. Was halt schon mal sehr geil ist. Da ist ein Enton. Nevermind, ich bin mal ganz kurz AFK und hole mir kurz ein Enton. Ja, ich habe mir kurz ein Enton. Ja, den Schaden nehme ich hin, das ist gar kein Problem. Hi, Enton. My friendo. I got a Pokeball for you. It fits right for you. Da hinten lag etwas, das ist auch nice. Jo, wir haben Enton gefangen, sehr schön. Stopp. Du bist mein. Du bist auch mein. Kann ich die Pilze von dem Baum sammeln? Ja, kann ich. Okay. Schindling. Hallo, ich drücke. Ah, Tasche ist voll. Ah, okay. Wait. Dann give me a second. Ich muss mal ganz kurz Sachen herstellen. Herstellen. Beleber. Den hätte ich gerne. Warum sind meine.
Okay, warte mal. Die können wir wegwerfen, alle fünf. So, dann sind sie raus. Was haben wir hier? Einsetzen auf, I don't know, Bidifast, just because I can, damit Bidifast ein Level-Up bekommt. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Kommt. Oh, ein Vatribi. Okay. Let's go. Kriegst eine Feuerattacke ins Gesicht und dann ist gut. Dann solltest du weg sein. Sehr schön. Mehr wollte ich gerade gar nicht. Eine Nanabeere. Wait a second. Haben wir noch irgendwas? Das... Den Feuerstein wegschmeißen. Ja, let's go. Ich dachte, wir bekommen noch mehr Int. Das ist okay. Mehr Initiative kann definitiv nicht schaden. Bewegt sich hier noch irgendwas? Als Baum oder so? Nicht. Das ist okay. Okay, die kriege ich aber noch gut geschrieben. Okay. Also bin ich noch nicht so weit, dass ich sagen muss, okay, ich kann hier nichts herstellen, nichts machen, nichts, gar nichts. Achso, wir machen das Paneko mal eben schnell, das Schalako eben mal schnell mit einer Feuerattacke weg. Got you right there. My friend. Exemplare besiegt, okay. Sorry, ein paar mehr Entons fangen. Ja. Bist du aggressiv? Du bist aggressiv. Warum? Hier, Anton. Take this. Du kleines Arschloch. Das hat bestimmt auch von wegen. Ja, mach's mit deiner Attacken fertig. Also mit den extra Attacken fertig. Here we go. Tschüss, Anton. Ja, Attacke Elektro besiegt. Okay, alles klar. Warte mal, wo bin ich eigentlich gerade von der Map her? Okay, ich bewege mich tatsächlich auf den König des Waldes in Rage zu. Das ist okay. Wait, was ich gerade... Stopp, was ich machen wollte? Herstellen. Pokebälle. Alle 11, dankeschön dafür. Und auch mal hier den dann noch herstellen, dann habe ich es einfach weg. Dann habe ich noch ein bisschen Platz in meinem Inventar. Oh, wait a second. Du siehst aus, als wenn könnte ich dich farmen. Yes, sir. Das ist ein Schindling. Hallo, Anton. I see you there. Do you see me too? No. Okay, you're mine. Fangen, okay. Hi, Spiro, hast du Bock auf mich? I mean, I would take you too, so... Okay, let's go. Das Vieh ist halt nämlich reingelaufen, weil... Shouldn't I take it? Okay, wir haben hier an den Bäumen auch Pilze dran, ne? Okay. Zubat... Zubat, gibt's hier noch irgendwas anderes, was irgendwo im in der Finsternis halt einfach, also im Dunkeln spawnt? Ne, oder? Das ist relativ the same, relatively the same. Wait a second, was? Du bist relativ groß. Oder siehst du nur so aus? I mean, okay. Oh, du bist nicht. Okay. Ja, die aktuelle ist okay.
Okay. Anton wurde gefangen. Nee. Wir wollen noch ein zweites Anton. Ja, das hättest du dir gedacht, Anton, wa? Kannst du mich mal. So, das kriegt Donnerzahn ab. Einfach just because I can. Und ich muss halt, ja, danke. Genau das machen. Zubat, Zubat. Nichts. Okay, ich hätte gedacht, dass hier tatsächlich bei Nacht eventuell sogar noch ein paar andere Pokémon spawnen, aber okay. Da ist Staraptor. Haspiror, Haspiror. Okay, wir werden mal zur Main Quest weitergehen. Irgendwann muss ich auch mal anfangen, mit der Main Quest weiter zu machen. Hey, Haspiror, du bist mir mal ganz kurz egal, beziehungsweise... Komm ich da echt nicht hoch? Ah, oh, ist ja ärgerlich, okay. Okay. Ich spiele schon wieder zu sehr um diesen ganzen Questbereich herum. Und ich kann hier rumlaufen. Ah, oh, nicht gut. Das ist zu hoch, oder? Ja, das war zu hoch. Zack. Okay. Warte mal. Wait a second. Hier gibt es gerade keine Sachen, die ich schon kann. Nee. Gibt es hier irgendwelche Pokémon, die ich noch nicht habe? Ach, ich bin so in Versuchung, in diesem Spiel einfach komplett zu sagen, hey, guck mal. Okay, gut, das hat funktioniert. Knapp Kiste an der Stelle. Donnerschlag. Jetzt müsste reichen für ein Level 15 zu was. Just because it's very effective. Ein Levelaufstieg, okay. Da ist ein Haspiror. Gibt es hier noch andere Pokémon, die ich gerade eben nicht sehe? Nein, geh mal weg. Kann ich hier hoch? Nein, okay, hier nicht. Nee, da werde ich wahrscheinlich nicht hochkommen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich an der Stelle, aber es ist okay. Hier sind ein paar Vadribi. Hast du gereicht haben, oder? Ja, hat gereicht. Ich bin halt einfach zu krass hinterher, einfach irgendwelchen Bullshit zu machen. Das sind alles männliche Vadribi, das sind männliche Vadribi, ja, gehen wir nicht um Keks. Zack, hier haben wir nochmal einen Baum. Zack, da haben wir nochmal, okay. Kleinstein rausgesprungen. Wer hätte es erwartet? Level 15 Kleinstein, okay. Bis... Nein, das ist okay. Kriegt noch ein bisschen ins Gesicht und dann war es das. Leistungssand. Okay. Ja, das nehme ich definitiv gerne mit. Einsetzen. Luxio bekommt hier. Dann sollte es voll sein, ja genau. Ponita kommt gleich ein Level. Ich hätte Ponita tatsächlich austauschen sollen gegen irgendwas anderes, weil ich bekomme ja einen Shiny Ponita über eine Quest. Okay. Ich ignoriere das alles jetzt mal ganz kurz. Hi, Mr. Cowboy Hood. Ist das ein Cowboy Hood? Ja, das ist. Ich bin Topi, Mitglied des Perl-Clans und Wächter von Axantor. Oh, ich weiß schon, du bist hier, um eine Audienz bei Axantor zu erbitten, oder? Natürlich bist du das, ist ja auch völlig verständlich. Immerhin ist das ohnehin schon überwältigende mächtige Axantor jetzt. Noch überwältigender, mächtiger Zweiger, ja, okay. Leider ist das aber auch der Grund dafür, dass ich dich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schließlich... Also, sorry. Und der gewaltige Blitz, der es noch nicht getroffen hat, muss... Ist mit der Nacht... Okay.
Ja, okay. Mente, es muss keine zu verbringen. Ja, aber das tut nichts zur Sache. Perla hat mir strikt aufgetragen, niemanden in den Efrax runterzulassen. Wenn nötig, werde ich dich zusammen mit alles klar, mit meinem Viscora von dir vertreiben. Zeig mir, was ihr könnt. Grrr, dabei tue ich. Warte mal, Viscora? Ah, haben will. Das ist sehr effektiv, weil es ist einfach ein Volltreffer. Okay, ist sogar paralysiert, sehr gut. Ich finde es geil, dass man die Perspektive im Kampf einfach wechseln kann. Oh mein Gott, es gibt. Oh Lord, es gibt hier Viscora. Ponita ist Level 22. Es gibt hier Viscora. Es regnet Viscagon. Und oh mein Gott, Viscora ist halt nice. Ändert aber nichts daran, dass ich dich nicht zur Axt davor lassen kann. Da kann man nichts zu Kleinholz verarbeiten, wenn du in seine Nähe kommst. Normalerweise beruhigt es sich immer, wenn man Lieblingsspeise als Opfergabe darbringt. Und jetzt? Ich jetzt ein treuer Wächter, Nagelgenachsteuren. Ja, okay, was ist denn bitte sein? Ah, okay. Ist das das ehrwürdige Sinnegewehr, dem Vorfahren von Axor Damithir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht? Mit der Hilfe beschützt sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Sieg könnte der Purr-Clan? Oh my fucking Lord. Heute nicht in Hisui überleben. Perla! Die hat Pokéball-Schuhe an. Sorry, das habe ich jetzt erst gesehen. Okay. Axanto ist also noch stärker geworden. Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von dieser falschen Sinne. Ah, okay. Die haben jetzt den Gedanken, dass Palkia. Jetzt warte mal, Dialga, sorry. Die ist ja die Palkia, die ist ja die Raumdingens. Den Blitz geschickt hat, um. Okay. Axanthor getroffen hat und dadurch sagt: du hast mein Pokémon getroffen. Hier, mein Pokémon-Gott. Let's go. Für den Perr-Clan ist Axanthor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann sein Schicksal doch unmöglich in die Hände einer Außenseiterin legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axanthor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen und Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten zwischen dem Clan und dem Galaktik-Expert. Okay. Also sag mir, welche Spezialität... Fremde aus dem Himmel, bist du dir sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Klar. Definitiv. I'm the best. Na schön, Tupin und ich werden die Lieblingsspeise von Axanthor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Ich kenne mir jeden einzelnen Winkel von Hisui um, wenn es sein muss. Okay. Die Makers wird mir einen Weg weisen. Oh, wir haben denn da was. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Durch eine mysteriöse Kraft kannst du im Handumdrehen zu den Basislager. Oh. Ah, wir können schnell reisen, okay. Öffne die Karte um auf deinem Arceus-Phone, drücke dann den X-Knopf, schnell reisen zum Basislager oder so. Okay. Karte, dann X, okay. Erstatte Professor Level. Nein, stopp. X drücken. Die sind im Anhöhenlager. Nein, das ist das andere Lager. Nevermind. Okay, gut. Okay, der ist aber auch hier, oder? Geht es doch, wenn ich dem hier. Ja, okay. Hallo. Wie läuft denn suchen zu Axanthor? Alles im grünen Bereich? Er wird es also beruhigen, sagst du. Daher muss ich in meinem Büro runter darüber. Holy shit.
Puh, 9000 Poké-Dollar, ja, I take this. Überraschung Silber, 8, 13, ja, okay. Zipose, Kleinschein, Zubat, Igelava, Paras, auch Instant Level 10? Okay. Und Enton auch Level 10. Okay. Ja, wir haben ein neues Level. Das ist okay. Wir gehen zurück ins Ding. Das heißt, ich kann unten erstmal zu ihr laufen und dann sagen, okay, ich hätte gerne Stufe 3. Gehen wir nochmal einmal die Informationen durch, die du von Perla und Tupin erhalten hast. Renato hat seine zwei Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen das bestimmt Duft oder ein gewisses Bestandteil. Aber wenn sich jemand im jetzigen Zustand nicht mehr einen Wächter nähern kann. Ja. Um meine Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anlasspunkt geben. In meinen. Das ist ein Pikachu. Sorry. Ah, okay, ja, ja, ja. Ich mit meiner Brille da hinten, während der andere Typ mir labert. Er hat einen Geistesblitz. Oh, that's it. Das ist es. Okay. Wir werfen sie einfach. Oder genau gesagt, du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Also, warum solltest du Atrax seine Lieblingsspeise nicht einfach werfen? Klingt schlüssig. I mean, ja. Hm. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung entfalten können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Warum nennen Sie sie nicht lieber Lavenkugel? Aber das hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Ja, doch schon. In sein Gesicht. Die beiden Lieblingsspeisen von Axanthor besorgt jedenfalls der Pearl-Clan für uns, richtig? Bis schnell zum Baumriesen-Kampffeld zurück und berichte den Leuten vom Pearl-Clan von unserem Plan. Ich würde es aber empfehlen, erst zur Anhöhenbasis aufzubauen. Ach Gott, ich muss... Leute, bitte! Hier, guck mal, ich werde jetzt mal ganz kurz Folgendes machen. Hier, hey, hallo, hi, steht an, ich möchte mal meinen, dass Unterkunft bekommen. Pokédex sehen, ja, let's go. Hier, ich kann aufsteigen. Let me do it. Der Mickey-Rang Nummer 3. Was geht? Wir bekommen jetzt eventuell die Möglichkeit, du kannst Superbälle einsetzen. Pokémon Level 40. Belohnung für deine Forschung geht größer aus. Natürlich zum Nutzen ein. Ja, ich kann jetzt Superbälle herstellen. Aprikoko, Eisenbrocken und Glanzstein. I got you. Gib dein Bestes. Achso, ich kann ihn jetzt nicht. Achso, hier kann ich das nicht, ne? Da muss ich rausgehen. Habe ich eigentlich. Warte mal. Von den Sidequests. Hab ich da eigentlich irgendwas gemacht? Starre Lili, Bammelin, Pilzgötter. Oh ja, den Pilz habe ich gekriegt. Ja. Okay, gibt es hier im Dorf jetzt noch eine neue. Ja, da gibt es eine neue Sidequest. Neue Nebenmission, die kurz mal markieren. Dann laufe ich da ganz kurz hin. Ist das die Shiny Ponita Quest schon? Man bekommt sein Ponita relativ früh. Nachtruhe, bla bla bla. Wow, er schreibt mich doch nicht so. Schon gut, meine Sorge, aber wenn du etwas von mir willst, komm bitte später wieder. Ist etwas vorgefallen? Forschungstrupps, ja, der soll auf den Grund gehen. Weißt du, nachts spüre ich, dass sich etwas in meinem Haus befindet. Ich höre etwas seltsames Knistern und weiß nicht, woher es kommt. Aber ich finde auch als verbrannte Beeren. Okay. Das klingt doch nach einer Aufgabe für den Forschungstrupp. Bitte suche mein Haus.
Okay. Das Gute ist, dass tagsüber bin ich in der Arbeit beschäftigt. Komm also bitte später vorbei. Ist es doch Nacht oder nicht? Traust du dich in mein... Ja, let's go. In diesem Haus ist irgendwas. Untersuche bitte jeden Winkel. Ich würde sagen, es ist ja Nacht. Also kann ich die Quest gerade einfach komplett durchziehen. Was ich gut finde. Okay, ihr Haus ist genauso wie meins aufgebaut. Sie findet verbrannte Beeren. Scant. Den Geruch nach würde hier drin Birnen hier drin Beeren aufbewahrt. Die Tür hat sich gerade verschlossen, oder? Geräusch aus der Richtung des Eingangs. Geräusch unter dem Tuch. Tuch anheben. Hallo, Knister. Ist ein Funken vorbeifliegen. Etwas scheint von dir vorbeigehuscht zu sein. Nein, 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 nein. Hier wird nichts vorbeigehuscht. I got you. Oh, wait, wait. Das Geräusch kommt zum hinteren Teil des Zimmers. As I have new. Ah, I Pichu! Oh, it's a Pichu. No, don't run away. Ah, okay. Nu, ist dieses Pichu etwa. Unwahrscheinlich ist Pichu sein, dass ich mich vor einer Weile verletzt im Wald gefunden habe. Oh. Ist diese Beere für mich? Willst du einfach dafür danken, dass ich meine Frau. Jo. Süß. Moment mal, das heißt ja, in meinem Haus war nur ein dankbares Pichu. Und ich dachte, es wäre etwas sonst etwas Schreckliches gewesen. Mensch, bin ich erleichtert. Ja. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Was bekommen wir denn für die Mission Nana-Bären? Okay. Ja. Ist fein. Du hast dich gerade nach einem Antilo angehört. What? Okay. Ich werde jetzt mal kurz zur Weide laufen. In der Hoffnung, dass ich mittlerweile genug Pokéboxen gefüllt habe, damit die mir sagt, ja, du kannst jetzt mittlerweile ein paar mehr Pokémon gleichzeitig verschicken. Da hätte ich Bock drauf, bitte. Dank der Hilfe tummelt sich... Ah, wir sind nicht mehr Pokémon Tree of Mine. Wir haben uns schon richtig daran gewöhnt, um sie zu kümmern. Ich so wirst auch in der Zukunft jede Menge Pokémon fangen, oder? Wenn du das nächste Mal welche freilassen willst, kannst du gleich mehrere auf einmal... Ja, dankeschön. Ich kümmere mich persönlich darum, dass die in der Umgebung freigelassen werden und der sie sich wohlfühlen. Hast du Pokémon für uns, die wir uns kümmern sollen? Ja, okay. Okay, jetzt kann ich... Ah, X mit... Ah, okay, mit X kann ich mehrere Pokémon freilassen. Okay. Das werde ich tatsächlich behalten. Das kann weg, das kann weg. Kann weg, kann weg, kann weg. Kann weg. Staralilis kann weg, kann weg, kann weg. Die Bamelins können auch alle weg. Podox bleibt tatsächlich noch. Was haben wir hier? Wir haben einen Drifflon, das kann auch weg. Hier ist ein Staralilis, kann auch weg. Da ist ein Staralilis, kann auch weg. Es geht übergreifend, oder? Kann weg, kann weg. Haben wir ein gutes Dummyplex dabei? Ich meine, es ist eigentlich eh egal, weil Dummyplex an sich hat ja keine Entwicklung. Stopp, warte mal, wir haben 2-2. Oh, das ist aber Angriff 3. Ja, never mind. Okay, dann kann das weg. Das behalte ich mal noch. 2-1-2-0. Das kann weg. Das kann weg. So, Zipurse. Initiative 3, okay, dann kann das definitiv weg. Das kann hundertprozentig weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Das auch. Shinox kann auch weg. Das, das und das können alle weg. Habe ich noch einen Ja, ich habe einen kleinen Stein über. Das Bamelin. Spezialverteidigung. Okay.
Sind die. Ja, okay, die sind immer noch gemarkt. Ach du Scheiße. Paras 1, Paras 2. Das darf bleiben. Ui. Uff, alter Schwede, okay. Das kann weg. Das Drifflon kann weg. Das Zubat kann weg. Das kann definitiv weg. Das hat nur einen Stat. Das auch. Das ist 0000. Ja, okay, nevermind. Das geht definitiv lost. Das Marmelin behalte ich mal, in Hoffnung, dass es vielleicht größer ist. Zippose, da haben wir noch einen Shinox, kann auch weg. Ja, null Zippose. Das rechts unten habe ich theoretisch noch. Okay, das Drifflon, kann das was? Das ist gar nicht so schlecht. Das Paras ist halt richtig geil, das hat einfach 4 Stats auf 2. Uff, da geht's ja noch weiter. Zubat, das hat einen Dreierstat. Das kann weg, weil es einfach ein. Okay. Wait, ich habe theoretisch einen Schalocco, ich habe ein Papinella, das heißt, ich brauche. Na, okay. Das heißt nicht, dass ich sie nicht brauche, das heißt nur, dass ich sie nicht haben muss. Gibt da einen Unterschied. Das ist schlechter, das kann weg. Jo, das Endon kann weg, das Endon kann definitiv weg. Das kann weg. Das Zubat hat einen Dreier Spezialverteidigungswert. Ja, kann trotzdem weg. Okay. 3, 1, 2. Wait. KP hat es ja auch auf 2. Das kann weg. Das kann auch weg. Warte mal. Was sagt denn das andere Zipurse, was ich hier noch frei habe? Ja, das kann definitiv weg. Das ist dann 0000. Okay, warte mal. Ich muss jetzt mal ganz kurz mit X mal freilassen. Ja. Ich brauche jetzt mal ganz kurz eben. Kann ich das? Warte mal. Jetzt gehen wir kurz raus. Ja, okay. Hallo, Jim Fein, der bekommt gerade noch ein Geschenk hinterlassen. Ist das nicht. Sechsecke Leistungskies. 14-Säcke Leistungssand. Uff, okay. Na, ist okay. Das ist die Instant, die Light. Ist okay. Kann ich das eigentlich irgendwie. Kann ich die sortieren? Mich würde nämlich tatsächlich einfach interessieren, wenn die ganze. Ach, das ist doch shit. Warte mal. Ich mache folgendes. Ich gehe mal kurz raus. Hi. Habe ich hier noch eine Quest? Nein, habe ich nicht. So, dann gehe ich mal kurz raus und komme danach wieder. Oh, hi. Main Quest, sorry. Ich muss zugeben, der Galactic Cup ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Gute Nachrichten für mich. Ich muss richtig lieber. Lass uns zur Anhöhenbasis gehen. Ach nö. Kein Insta-Port. Ich wollte noch nicht hin. Warum?